und ihre Familie gehen heute auf dem Kreuzfahrtschiff in ein Restaurant der ganz besonderen Art. Dies ist eine besondere Art von Restaurant, denn hier gibt's ein Buffet. Nehmt euch einen Teller und wählt das aus, was euch schmeckt. Guten Appetit! Oh, super! Das Restaurantbuffet hat viele verschiedene Gerichte im Angebot. Was möchtest du essen, Peppa? Spaghetti habe ich am liebsten. Recht hast du. Aber nimm dir nicht zu viel. Wir können uns ja jederzeit Nachschub holen. Oh, gute Idee. Und was hättest du gern, Schorsch? Saft. Du hast Durst, oder? Dann machen wir uns am besten etwas Orangensaft. Hm, mal schauen. Aha! Die Orangensaftpresse ist sehr laut. Und es kommt nur ganz wenig Orangensaft heraus. Oh! Saft! Wir machen einfach mehr, keine Sorge. Ausgezeichnet. Ich kann's kaum erwarten. Fertig! Oh! Du hattest wirklich Kohldampf. Darf ich mir jetzt noch mehr holen, bitte? Na klar, komm mit. Hurra! Opa Wutz versucht immer noch, Schorsch ein Glas Orangensaft zu machen. Du meine Güte! Würden Sie uns bitte mehr Orangen bringen, Frau Mümmel? Ja, sofort! Peppa hat eine spezielle Pfannkuchenmaschine entdeckt. Nur ein Pfannkuchen, bitte, Herr Roboter. Ich kann mir später noch mehr holen. Fantastisch! Oh? Aha! Oma Wutz freut sich schon riesig auf ihre Spaghetti. Fertig! Danke, Pfannkuchenroboter! Aber jetzt hat Peppa auch Durst bekommen. Kriege ich auch ein Glas Saft, Oma Wutz? Na klar, Opa Wutz kümmert sich darum. Aber wieso braucht er denn so lange? Opa Wutz hat endlich ein Glas Orangensaft zusammenbekommen. Opa Wutz hat mittlerweile sogar viele Gläser mit Orangensaft gefüllt. Die Presse hat endlich aufgehört, Orangensaft zu machen. Puh! Du bist lustig, Opa. Du musst ja gar nicht so viel Saft machen. Du kannst dir ja später einfach noch mehr holen. Peppa liebt das Restaurantbuffet. Und Schorsch liebt seinen Orangensaft. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund, du kannst das auch. Es macht Riesenspaß. Wow. Oh. Oh. Gut gemacht, Edmund. Yay. In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Hurra! Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, George. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team? Ah, gute Idee! Whee! Geschafft! Danke, Emily!
Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Peppa und ihre Familie sind heute nach London gekommen, um sich Superkartoffel, das Musical, anzusehen. Oh Gott, wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Vorstellung. Oh nein, jetzt werden wir alle klitschnass. Keine Sorge, dann nehmen wir eben einfach die U-Bahn. Hurra! Die U-Bahn fährt unter der Erde und unter der Erde regnet es nie. Dort hängt auch ein bunter U-Bahn-Plan, der anzeigt, wohin die Züge alle fahren. Das sieht aus wie Spaghetti. Also, wir sind hier. Und wir müssen jetzt hierhin. Zuerst nehmen wir den blauen Zug und dann... den roten Zug. Ja, sehr gut, Peppa. Nichts wie los. Zunächst muss Peppa ihre Fahrkarte bei der Bahnsteigsperre entwerten. Danke, Fahrkartenroboter. Oh, ich steck fest. Warte kurz, Peppa. Ich befreie dich. Danke, Frau Mimmel. Hier lang, Peppa. Folgt alle der blauen Linie. Ich stecke auch fest. Der Zug erreicht den Bahnsteig von einem sehr dunklen Tunnel aus. Im Zug sind sehr viele Fahrgäste. Warum drängeln denn alle so? Weil sie es eilig haben. In der U-Bahn hat es immer jeder eilig. Steigen wir ein. Geht bitte alle vorsichtig. Hallo allerseits. Willkommen an Bord des blauen Zugs. Achtung, die Türen schließen. Halt dich fest, Peppa. In der U-Bahn ist es sehr wackelig. Links sehen Sie, wie es unterirdisch aussieht. Und rechts können Sie noch mehr davon sehen, wie es unterirdisch aussieht. Steigen Sie hier um zum roten Zug. Der rote Zug, das sind wir. Vorsichtig gehen, Schorsch. Haltet euch alle fest. Wir sind da, wir sind da. Die Vorstellung beginnt in ein paar Minuten. Wir verpassen wohl den Anfang. Nein, das werdet ihr nicht. Folgt mir. Ich bringe uns rechtzeitig zu Superkartoffel, das Musical. Denn ich bin... Superkartoffel! Hurra! Lasst bitte den großen Star durch. Macht Platz für den Star. Danke. Ha. Heute gibt es keine Autogramme. Superkartoffel hat es auch eilig. Wirklich jeder in der U-Bahn hat es eilig. Ein super Strike für einen super Bowler. Heute gibt Luzi Locke eine Bowling-Party. Ich will auch einen super Strike schaffen. Ich weiß, wie es geht. Ich bin schon oft bowlen gewesen. Dann zeig bitte allen, wie es geht, Peppa. Okay. Machen wir ein Foto von uns für die Anzeigetafel. Stellt euch alle vor die Kamera und sagt Cheese. Cheese. Perfekt. Das ist eure Bowlingbahn. Jetzt nehmt ihr euch eine Bowlingkugel. Dann werft ihr sie gerade nach vorne.
genau so. Yay! Oh, ja. Ich versuche es mal. Ich nehme die hier. Die rosa Kugel ist sehr schwer. Nimm lieber diese Kugel. Sie ist leichter. Oh. Du meine Güte, vermisst jemand seine Kugel? Oh nein. Ich versuch's als nächstes. Wow. Pedro Ponys Kugel ist in die Rinne am Rand der Bowlingbahn gerollt. Ups. Ich bin dran. Oh. Luzi Locke, Pedro Pony und Gerald Giraffe haben beim Bowlen noch nicht den richtigen Dreh rausgekriegt. Keine Sorge. Wir müssen nur auf eine andere Art bowlen. Probiert es nochmal. Ich hole für euch die Trennwand hoch. Damit macht das Spielen auch Spaß. Oh. Hurra! Ja. Versuch du es jetzt, Pedro. Okay, aber ich will nicht, dass meine Kugel aufspringt. Kein Problem. Mit Hilfe der Rampe wird deine Kugel gerade ausrollen. Oh, das macht Spaß. Peppa und ihren Freunden macht Bowling auf ihre eigene Art Riesenspaß. Aber Luzi Locke will immer noch einen Superstrike schaffen. Also gut, Kinder. Jeder darf noch einmal. Viel Glück. Seht genau hin. Luzi Locke rollt die Bowlingkugel rückwärts. Oh. Ein Superstrike für einen Super Bowler. Luzi Locke hat einen Superstrike geschafft. Luzi Locke spielt gern Bowling. Jeder spielt gern Bowling. Heute gehen Peppa und Schorsch mit Oma und Opa Wutz picknicken. Fast geschafft! Oh. Peppa darf heute zum ersten Mal den Picknickkorb packen. Alles okay, Peppa? Ich will alle Spielsachen zum Picknick mitnehmen, aber sie passen einfach nicht rein. Brauchst du wirklich alle Spielsachen? Na gut, dann nehme ich nur meinen Teddybär mit. Dinosaurier! Und den Dinosaurier. Wundervoll, denn wenn wir all deine Spielsachen einpacken, hat das Essen nicht mehr Platz. Was würdest du denn gern beim Picknick essen, Peppa? Oh, machen wir Spaghetti. Ich liebe Spaghetti. Spaghetti sind keine gute Wahl für ein Picknick. Wie wär's denn mit Sandwiches? Sandwiches liebe ich auch. Was ist euer Lieblingssandwich? Marmelade! Peppa, Schorsch und Oma Wutz machen Marmeladensandwiches. Brauchen wir sonst noch was für das Picknick, Peppa? Wir brauchen eine bequeme Picknickdecke. Kannst du eine suchen, Opa? Zu Befehl, Peppa. Oh nein! Beim Marmeladensandwich machen richtet man eine Sauerei an. Der Versuch, die Sauerei zu beseitigen, ging nach hinten los. Keine Sorge, man kann keine Marmeladensandwiches machen, ohne dabei zu kleckern. Peppas Sandwiches sind dreieckig. Tada! Die von Schorsch sind dinosaurierförmig. Hier ist eine Decke. Brauchen wir sonst noch was, Peppa? Wir brauchen Becher für den Orangensaft. Ja, gut gemacht, Peppa. Jetzt können wir losgehen. Das wird heute ein Riesenspaß. Oh nein, es regnet. Picknicks machen im Regen weniger Spaß. Oh je, wir müssen unser Picknick im Freien leider verschieben, Peppa. Oh. Aber wieso verlegen wir unser Picknick nicht einfach nach drinnen? Ja! Peppa hat das Picknick im Haus vorbereitet.
jetzt können wir picknicken, obwohl es draußen regnet. Und all meine Spielsachen sind auch hier. Picknick! Alle genießen Peppas Picknick. Und Peppa hat es liebend gern vorbereitet. Opa, Schorsch, wo seid ihr? Peppa spielt heute im Garten mit Schorsch und Opa Wutz. Was ist dieses Geräusch? Hab euch! Peppa hat Schorsch und Opa Wutz in einem Busch gefunden. Es ist so gemütlich hier drin. Ja, es erinnert mich an mein Gartenversteck, das ich als Kind hatte. Oh. Können wir ein Gartenversteck bauen, Opa? Ja, na klar. Hurra! Alle tragen zum Bauen des Gartenverstecks spezielle Gartenhandschuhe und Stiefel. Zuerst müssen wir ein Loch graben mit diesen Schaufeln und jede Menge Stöcke und Zweige sammeln. Peppa gefällt es, mit Opa Wutz ein Loch zu graben. Oh? Oh! Oh! Gute Arbeit, Peppa. Und Schorsch trägt gerne Stöcke zusammen. Ich denke, das sind genug Stöcke. Gute Arbeit, Schorsch. Opa Wutz hämmert jetzt die Stöcke in das Loch. Tretet ein Stück zurück. Opa Wutz macht aus den vielen Stöcken ein Dach. Und Peppa und Schorsch decken das Dach mit ganz viel Laub ab. Wofür ist denn das Laub, Opa? Das Laub wird das Versteck schön warm halten. Es scheint stabil zu sein. Gut gemacht. Hurra! Du brauchst noch das hier, bevor wir reingehen, Peppa. Opa Wutz hat Peppa einen Spezialrucksack gegeben. Alle sind sehr glücklich mit ihrem neuen Gartenversteck. Opa, was macht man in einem Gartenversteck? Am allerliebsten mache ich in einem Versteck ein schönes Picknick. Der Spezialrucksack ist gefüllt mit Obst aus dem Garten. Peppa und Schorsch genießen das Picknick im Gartenversteck. Peppa, Schorsch, wo seid ihr? Alle lieben es, im Gartenversteck ein Picknick zu machen. Peppa und ihre Familie wollen mit Baby Alexander mit dem Riesenrad fahren. Aber er ist nicht sehr glücklich. Was stinkt hier so? Pfui! Es ist Baby Alexander. Er braucht eine neue Windel. Aber wir stehen ganz vorne in der Schlange für das Riesenrad. Oh, haltet euch lieber alle die Nase zu. Oh, dieses Riesenrad stinkt. Fürchterlich. Tut mir leid, Peppa, aber wir müssen uns jetzt um Baby Alexander kümmern. Wir helfen ihm jetzt und spielen dann später. Ja, Baby Alexander braucht unsere Hilfe. So gefällst du mir. Machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem schönen Wickeltisch. Oh, schon besser. Nicht hier? Oh! Oh! Nicht hier! Definitiv nicht hier. Oh, hier. Gut gemacht, Peppa. Wir haben den Wickeltisch gefunden. Zuerst entfernen wir die schmutzige Windel. Die landet dann im Müll.
Wo ist die Mülltonne? Sie ist hier, Papa. Jetzt waschen wir uns die Hände. Dann noch etwas Creme. Ups, entschuldige, Peppa. Jetzt legen wir ihm eine saubere Windel an. Kann ich das bitte machen, Papa? Natürlich, Peppa. Da hast du's. Alles wieder gut. Das war ein Riesenspaß. Ich habe niemals zuvor eine Windel gewechselt. Du hast das sehr gut gemacht, Peppa. Aber weißt du, was sogar noch mehr Spaß macht, als Windeln zu wechseln? Das Riesenrad! Oh, wow! Sind Vulkane echt, Madame Gazelle? Ja, klar. Oh! Ihr müsst aber keine Angst haben. Es gibt keine Vulkane hier in der Nähe. Hurra! Abgesehen von den Mini-Vulkanen, die wir heute für unser besonderes Wissenschaftsexperiment basteln. Oh! Zum Basteln der Vulkane brauchen wir Leim und Zeitungspapier wie das hier. Zuerst tunkt ihr das Papier in den Leim ein und dann klebt ihr das Papier an den Messbecher. Et voilà, ein Mini-Vulkan. Vulkane zu basteln macht allen großen Spaß. Der Leim ist aber sehr klebrig und macht schmutzig. Schon bald sind alle Vulkane fertig. Wundervoll, Kinder. Jetzt müsst ihr eure Werke noch anstreichen. Machen wir unseren Rotpepper. Oh. Unserer wird blau. Miau, grün, wie ein großer Baum. Echte Vulkane sind dunkel und grau mit roter Lava. Peppa und ihre Freunde geben ihren Mini-Vulkanen aber helle und bunte Farben. Jetzt ist es Zeit für das Wissenschaftsexperiment. Aber zuvor müssen sich alle Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Schutzmäntel anziehen, damit sie auch sicher sind. Ihr seht alle wie hervorragende Wissenschaftler aus, Kinder. Yeah. Jetzt können wir endlich Lava machen. Aber keine Sorge, die Lava, die wir machen, ist gar nicht echt und äußerst sicher. Zuerst geben wir etwas Essig in unsere Vulkane. Passt auf, dass ihr nicht kleckert. Perfekt. Und jetzt gebe ich noch ein geheimes Zauberzutat in jeden eurer Vulkane. Keiner weiß, was die geheime Zauberzutat ist. Und zum Schluss nehmt ihr euren Natronbecher und gießt ein wenig Natron in euren Vulkan. Und dann tretet zurück. Madame Gazelles Vulkan bricht jetzt aus. Ganz wie ein echter Vulkan. Ihr seid dran, Kinder. Hurra! Wow! Die Lava ist rot. Unsere ist blau. Molly Mietzes und Gerald Giraffes Lava ist grün und schäumt gewaltig. Miau, ich glaube, wir haben zu viel Lava gemacht. Nein, Molly, ihr habt eine Schlammpfütze gemacht. Es hat allen richtig Spaß gemacht, Vulkane zu basteln. Aber bunte Schlammpfützen machen allen noch mehr Spaß. Heute sind Peppa und ihre Freunde auf einer Go-Kart-Bahn. Hallo miteinander. Wer ist bereit fürs Go-Kart-Fahren? Ich! Peppa und ihre Freunde ziehen ihre Rennanzüge an. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Oh. Oh. Und vergesst nicht eure Sturzhelme. So, jetzt nehmt euch ein Go-Kart. Yay! Klausi Kleff trägt seinen Helm falsch herum. Also, wenn ihr in die Pedale tretet, fährt es. Und mit der Bremse könnt ihr anhalten. Und
Und mit dem Lenkrad könnt ihr die Richtung ändern. Hui! Es ist genauso wie Fahrradfahren. Versucht es doch mal und tretet langsam in die Pedale. Ich fahre ständig ein großes Auto. Go-Kart fahren ist für mich leicht. Oh je, da bin ich wohl etwas zu schnell gefahren. Tja, wie drehe ich jetzt nur um? Das Go-Kart-Rennen hat begonnen. Das macht Spaß! Aber Luzi Locke tritt rückwärts. Versuch vorwärts zu treten, Luzi! Vorwärts? Klausi Kleff tritt sehr schnell in die Pedale. Vergiss nicht zu bremsen, Klausi! Mama Wutz hat Schwierigkeiten, loszufahren. Mal sehen. So fährt es also rückwärts. Brauchen Sie Hilfe, Mama Wutz? Oh, nein. Danke, Frau Mümmel. Ich kriege das sicher hin. Mein Go-Kart wackelt viel zu viel. Peppa fährt kreuz und quer auf der Rennbahn herum. Du musst etwas sachter lenken, Peppa. Oh, viel besser. Peppa und ihren Freunden macht es Spaß, mit den Go-Karts auf der Rennbahn zu fahren. Und los geht's! Und Mama Wutz hat ihr Go-Kart auch endlich in Bewegung gebracht. Die Zeit ist um! Ihr habt das alle sehr gut gemacht! Hurra! Aber das Go-Kart-Rennen ist vorbei. Oh. Peppa und ihre Freunde fahren liebend gern Go-Kart. Ganz ruhig. Peppa hat heute ein Video gefunden von der Zeit, als sie ein Baby war. Ich habe als Kind laut geweint, nicht wahr, Papa? Oh. Ja, das tun alle Babys manchmal. Da muss ich mit Schorsch schwanger gewesen sein. Schwanger? Was bedeutet das? Das heißt, da ist er noch in meinem Bauch gewesen. Oh, ich habe eine Idee. Was tust du da, Peppa? Schaut, jetzt habe ich auch ein Baby in meinem Bauch. Oh. Sehr gut, Peppa. So, was tun denn Menschen, die ein Baby im Bauch haben? Ich hatte damals oft Heißhunger. Heißhunger hat man, wenn man unbedingt etwas Bestimmtes essen will. Peppa entscheidet, dass sie jetzt auch einen Heißhunger hat. Ich habe Heißhunger auf Spaghetti. Peppa findet Heißhungerattacken köstlich. Das war wirklich lecker. Was passiert noch, wenn man ein Baby im Bauch hat, Mama? Nun, ich wurde damals schnell müde und nette Menschen haben mir dann ihren Sitzplatz überlassen, damit ich mich hinsetzen und ausruhen konnte. Hallo, Peppa. Ich habe ein Baby in meinem Bauch und ich bin wirklich müde. Überlass mir also bitte deinen Sitzplatz, Papa. Oh Gott, na klar, bitteschön, Papa. Und manchmal taten mir die Füße weh. Dann hat Papa Wutz mir die Füße massiert. Peppa gefällt die Idee einer Fußmassage. Papa, mir tun die Füße weh. Kannst du mir bitte die Füße massieren? Oh, verstehe, dann verlieren wir keine Zeit. Hier ein bisschen. Papa Wutz kitzelt die Füße mehr, anstatt sie zu massieren. Es passierte aber noch etwas, als Mama Wutz schwanger war. Was meinst du? Am Ende bekam sie ein Baby. Tante Wutz kommt mit Baby Alexander zu Besuch. Hallo, Baby Alexander. Ich tat gerade so, als hätte ich ein Baby im Bauch. Aber jetzt kann ich so tun, als wärst du mein Baby.
Echte Babys sind eigentlich wirklich laut. Ich denke, da behalte ich doch lieber mein Kissen. Oh.